Jo, meine lieben Freunde, lang ist her, etliche Monate kam kein Vlog mehr, jetzt kommt mal wieder einer. Ja, und sorry für das blöde Licht da, ich kann es gerade nicht ändern, die Sonne scheint hier rein und dann müsst ihr jetzt halt mal damit leben. Ja, warum kam kein Vlog? Ja, ganz einfach, weil ja im Prinzip nicht so viel passiert ist in dem Sinne. Weil es kommt zweimal die Woche die News, sprich einmal die Breaking News, einmal die Game News, gut, da hätte ich euch vielleicht informieren können, aber das ist ja jetzt keine so großartige Neuerung gewesen, dass ich da einen Vlog raushauen hätte müssen. Sprich, es kommt Mittwoch, kommt Breaking News und Sonntag kommen die normalen Game News. Ist im Prinzip beides dasselbe, aber ich habe mir gedacht, ich teile das auf, dass ich das ein bisschen auseinanderhalten kann. Dass ich weiß, okay, Mittwoch ist Breaking News Time und Sonntag ist Game News Time. Ist beides dasselbe, beides geht um Spiele News, aber ja, nur dass ihr da wisst, was Phase ist. Und sonst hat sich auch nichts verändert auf diesem Kanal. Es kamen Reviews, so ein paar. Also das letzte, was ich weiß, ist Star Wars Battlefront, Need for Speed und ganz aktuell Unravel. Ich werde natürlich hier oben irgendwo die Playlist verlinken von den Reviews. Und ja, also Unravel war auf jeden Fall ein geiles Game. Oder ist ein geiles Game, bin hier mal noch nicht durch. Weil ich ja das Let's Play aktuell mache auf Gamerset GP. Ganz aktuell. Das will ich aber so noch nicht raushauen. Nur so viel, es wird ein Wiedersehen geben. Mehr sage ich jetzt dazu nicht. Ja, es wird ein Wiedersehen geben mit einem alten Freund oder neuen Freund. Ne, alten, neuen Freund. So kann man es nennen, alten, neuen Freund, neuen, alten Freund, wie auch immer. Jedenfalls, Sie haben Post. Sie haben Post. Jedenfalls ein alter Kollege, den man auch kennt, wenn man den Kanal oder Kanäle länger verfolgt, dann könnte man da vielleicht schlussfolgern. Aber nur vielleicht. Nein, es ist nicht Blue Hunter gemeint, das ist schon noch länger her, bedeutend länger. Zählt mal so 3 Jahre zurück. 3 Jahre? Ja, doch, müssten 3 Jahre sein, ungefähr Pi mal Daumen. Spätestens wenn The Division da ist, dann wisst ihr, was los ist. Oder wer einen bestimmten Kanal verfolgt von demjenigen, der dürfte es vielleicht mitbekommen haben. Aber besser gesagt. Dann habe ich neue Spiele. Was heißt neu? Ich habe jedenfalls meine Spiellisten mal wieder aktualisiert. Ich bin da seit, weiß ich nicht, ich glaube fast einen Monat habe ich nichts mehr dran gemacht. Jedenfalls, ich kann jetzt hier nichts groß einblenden. Ich kann schon was einblenden, aber ich kann jetzt hier nicht irgendwie eine Hülle zeigen. Das kann ich nur bei einem Spiel machen, aber dazu später. Jedenfalls, Assassin's Creed Chronicles India hatte ich ja auch ein Let's Play gemacht auf dem Let's Play Kanal. War noch schlimmer wie China und nee, ging irgendwie gar nicht, voll wieder Arsch. Dann die PS Plus Spiele wie Helldivers, Nova 111, was haben wir noch? Nom Galaxy und Persona 4 sowie auch Grid Autosport. Ja, die sind neu. Und nicht zu vergessen Unravel, was ich ja gekriegt habe von EA. An dieser Stelle mal herzlichen Dank, falls EA oder irgendein Mitarbeiter das sehen sollte, was ich natürlich nicht glaube, aber man hat es ja mal erwähnt. Und dann auch ein EA-Titel, Wowy McElroy PGA Tour, war für 16 Euro im PlayStation Store im Angebot, was ist, ach komm, leg Arsch, ist Golf, ja, ist richtig, aber ist irgendwie doch cool, auf eine gewisse Art. Bin ja nicht so der Golfspieler, aber ja.
Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie ist es cool. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, du spielst ja auch Baseball. Baseball und Golf, das ist so wie wenn man jetzt Boxen mit Fußball vergleicht, ja. Also, das eine hat mit dem anderen so mal überhaupt nichts zu tun. Aber so überhaupt nicht, aber wirklich überhaupt nicht. Naja, egal. So viel jedenfalls. Das waren jetzt nur mal die PlayStation-Spiele. Da haben wir natürlich noch die ganzen Xbox-Games, die ich aber jetzt gerade nicht im Kopf habe. Das war Banjo-Kazooie Nuts and Balls, also Banjo-Kazooie, dieses Rennspiel. Ich weiß nicht, ich hab's nie gespielt, keine Ahnung. Ich hab's nur aktiviert. Na egal. Dann, was gab's noch? Hand of Fate, stimmt, gab's ja auch für Games mit Gold. Da habe ich doch keine Ahnung. Irgendein Kartenspiel, glaube ich, war das. Dieses, aber wie hieß denn das Spiel? Jetzt habe ich den Namen voll vergessen. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ach, ich habe das PS4 vergessen. Das habe ich zweimal. Da habe ich einmal einen Download-Code gekriegt und dann habe ich noch eine Disk-Version gekriegt von This War of Mine. The Little Ones. Ja, die Konsolenumsetzung von This War of Mine. Mehr ist das nicht. Und das werde ich vielleicht verlosen. Wenn ihr wollt, dass ich das verlose, dann lasst mir mal einen Daumen da. Dann verlose ich das vielleicht. Oder schreibt es auch in die Kommentare. Ihr könnt generell immer schön kommentieren. Das ist immer sehr wichtig. Bei YouTube ist immer wichtig Interaktion. Sei es Kommentare, sei es Daumen, sei es Teilen. Oder sonst was, Erwähnung in einem anderen Video, was auch immer, egal was ist, das ist sau wichtig bei YouTube. Es klingt erstmal so, ja, es ist aber so. Es ist einfach so, es ist Tatsache. Je öfter man irgendwo vorkommt, desto höher ist die Geringchance in den Suchergebnissen immer höher zu steigen. Das ist einfach so. Das ist eine sogenannte SEO. Und SEO ist die deutsche Bezeichnung, die englische Bezeichnung für Suchmaschinenoptimierung. SEO ist Englisch, das Kürzel für Search Engine Optimizing. Ja, Suchmaschinenoptimierung. Ja. Genauso wie mit Tags und keine Ahnung. Wenn ich das jetzt erklären müsste, dann würde das wahrscheinlich eine halbe Stunde dauern und das war mir eigentlich. Jedenfalls. Das ist aber zu den neuen Spielen. Habe ich jetzt schon fast 10 Minuten gelaufen. Oder sind 10 Minuten? Weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, das ist geschnippelt raus. Keine Ahnung. Egal. Ja, dann. Ah, genau. Dann hatte ich ja am Samstag meinen Livestream gehabt. Meinen ersten richtigen Livestream von sage und schreibe 12 Stunden am Stück. Und es kam kein Schwanz. Außer Wodka-Kartoffel, mein Stammzuschauer. Ich weiß nicht, wenn ich kannte ihn so noch nicht. Er hat so noch nicht kommentiert und hab dann eben mitgekriegt, dass er eben ein Abonnent von mir ist durch den Livestream. Und er war wirklich fast immer dabei. Die ganze. Ich habe ja vorher schon live gestreamt, was war's, Weiß auf der Tonbilder. Und nee, was weiß auf der Tonbilder? Ich weiß nicht, irgendwas hatte ich vorher schon live gestreamt. Und zweimal. Ja, einmal Weiß auf der Tonbilder und dann einmal Rainbow Six. Und da war er auch jedes Mal dabei. Jedes Mal, wenn der Livestream anfing, boom, war er da. Ich weiß, wie macht denn der das? Ich habe keine Ahnung. Ja. Er heißt die Wodka-Kartoffel. Ja. Und wie gesagt, 12 Stunden Livestream. So viele waren nicht da. Es waren, ich glaube, das höchste der Gefühle waren 6 Leute. Das ist echt traurig. Für ein 5000-Abo-Special. Ja. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Alter, warum machst du überhaupt noch YouTube? Ja, darum. Kann dir doch scheißegal sein. Ja, ganz ehrlich. Wenn ihr mal wollt, dass ich mal zum Beispiel eine News, so eine Game News Folge mal live streame, das wird natürlich dann nicht so sein wie die geschnittene Version, das ist logisch.
Sprich, das Ding wird dann einfach nur ein Bild sein und ich werde dann dementsprechend quatschen. Mal sehen, wie es ankommt. Also wenn ihr das wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich mal gerne interessieren, was ihr davon halten würdet, ob ich das mal machen sollte. Und ja. Das soweit erstmal zu den Livestreams. Wir haben Post. Zwar, immer habe ich Post. Es war natürlich traurig, aber Bock gemacht hat es irgendwie trotzdem. Dann kam eine gewisse andere Person noch hinzu in diesem Livestream, was ich ja vorhin schon erwähnt hatte. In einem Wiedersehen. Ja, wenn ihr den Livestream gucken wollt, ich werde den, denke ich, ich habe keinen Bock, das Ding zu schneiden, bin ich ganz ehrlich. 12 Stunden, ne, kein Bock zu schneiden. Habe ich echt null Bock, echt. Weil es sind 12 Stunden am Stück und ich muss das ja so schneiden. Ist doch auch irgendwie keine Zusammenhänge fehlen. Und das ist schwer bei so einem Stream. Ja, sonst habe ich an sich keine Themen mehr. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge, Anregungen, Kritik und so weiter habt, dann schreibt mir da unten in die Comments rein. Und ich werde auch in der Infokarte oben gewisse andere Videos verlinken, wie Game News, Reviews und so weiter und so fort. Und auch Let's Plays. Apropos Let's Plays. Auf dem GP-Kanal läuft ja momentan kein Let's Play. Das ist ja irgendwie alles auf Halde. So wie Beyond Two Souls Remastered. Dann Unravel. Und noch irgendeins. Es waren drei Stück. Ja, sorry, aber es ist einfach so, dass ich muss die Zeit erstens finden und zweitens muss ich dann auch noch Bock dazu haben. Ja? Das kommt auch noch erschwerend hinzu. So, das dritte Let's Play war... Rainbow Six. Stimmt. Das ist ja kein Let's Play an sich, das ist ja... Ich bin ja schon eine ganze Weile bei Community Zusammenhalt drin. Was ja im Prinzip der Tommy aufgezogen hat, der Tommy XT. Der hat ja mit YouTube aufgehört, hat aber dann sozusagen wieder angefangen jetzt. Ja, klingt doof, ist aber so. Jedenfalls Community Zusammenhalt werde ich auch hier oben verlinken, da oben in der Infokarte. Als Kanal. Haben wir jetzt einen Kanal aufgemacht, Tommy und ich zusammen. Mehr oder weniger ich zusammen, sind mehrere Leute, aber. Eigentlich sind es nur wir zwei, momentan jedenfalls. Es sind eigentlich mehr, aber eigentlich machen nur wir die Videos. So. Ja, so kann man sagen. Und da mache ich momentan auch ein Let's Play. Das ist Wild of the Tomb Raider. Ich weiß, das hatte ich schon mal Let's Play auf dem Gamersfack GP Kanal. Aber ich habe mir gedacht, das Spiel war so geil. Das Let's Play ist jetzt einfach nochmal, eben für Community Zusammenhalt. Und ja, kommt zweimal die Woche ein Video, das heißt, das wird sich ganz schön in die Länge ziehen. Ich denke, da müssen wir auch noch ein bisschen umstrukturieren, weil das wird sonst echt zu lang. Weil sonst geht so ein Let's Play, weiß ich nicht, halbes Jahr. Und ich weiß nicht, ob das so der Sinn ist, ich weiß es nicht. Und er macht auch ein Let's Play vom normalen Tomb Raider, also den Vorgänger von 2013. Es kommt einmal die Woche eine Folge. Ja, ich glaube, wir müssen da echt ummodellieren. Ich glaube, das... Na, ich weiß es noch nicht. Könnt ihr mal auf den Kanal drauf gehen und wenn es euch zusagt, da wird zu 90% werden da eigentlich nur Let's Plays hochgeladen. Es kann natürlich passieren, dass noch was anderes kommt. Ich weiß es noch nicht. Was ich da noch so plane oder wir so plane, das entscheidet sich dann später. Wenn, dann wird da auf jeden Fall irgendwas Infomäßiges kommen. Infovideo, hast nicht gesehen. Da läuft auch noch ein Gewinnspiel von How to Survive Storm Warning Edition. Ja, also für die PS4, für die Xbox One und den PC jeweils ein Key. Das heißt, es können insgesamt drei Leute gewinnen. Je nachdem, welches System derjenige oder diejenige gerade haben. Und, na sorry, ich musste gerade mal auf die Uhr gucken. Das läuft noch bis 29. Februar, das heißt, ihr habt noch ungefähr eine Woche Zeit.
heißt ungefähr. Ungenäher, genau, ungefähr. Das ist genau eine Woche. Oder? Ja. Ja. Also wir haben Schalter dieses Jahr. Jo. Ansonsten. Nächsten Let's Plays, die ankommen, starten werden, wird The Division natürlich sein, wird Heavy Rain für die PS4 sein und Uncharted 4. Das sind so die Sachen, die ich geplant habe in den nächsten 2-3 Monaten. Und sonst Reviews werden kommen. UFC, denke ich mal, also UFC 2 von EA. Und vielleicht Uncharted. Das weiß ich noch nicht, ob ich da eine Review zu mache. Das kommt drauf an. Ob ich da Lust und Laune habe. Man muss immer Bock auch dazu haben. Ne? Und Uncharted ist so ein Spiel, das ist schwierig zu machen, so eine Review, weil ich muss ja erstmal das Spiel durchspielen, oder zumindest muss ich erstmal einen gewissen Ansatz haben vom Spiel. Ich sag mal so, na, je nach Spiellänge 3 bis 4 Stunden muss man schon gespielt haben, um dann eine Review davon schreiben zu können. Jetzt funktioniert das Ganze natürlich nicht. Und ja. Na gut, das soll es eigentlich gewesen sein jetzt an dieser Stelle. Schon wieder viel zu viel gesammelt. Und ja, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich habe lange keine Unboxings mehr gemacht. Jo, komisch, ne? Ja, liegt aber daran, dass ich mir einfach diese fetten... Ich gehe krachen. Dass ich mir diese fetten Editionen einfach nicht mehr hole, weil es mir einfach zu blöd ist. Sage ich euch, wie das ist. Ja, haben bezahlt, ich sag mal 100 oder 120 Ocken für so eine Version. Dann hat man im Prinzip das Spiel plus Figur und irgendeiner Scheiß, was du im Prinzip sowieso nicht brauchst. Deshalb mache ich das eben anders. Seit Unity mache ich das so. Ich kaufe mir das Spiel, sprich die Standardversion, oder so eine Limited, 70 Euro halt, und kaufe mir die Figur dann eben einzeln. So. Wie ich das eben bei Unity gemacht habe. Hier die zwei Figuren. Ne? Jeweils 40 Euro, das ist richtig. Ich komme teurer, das ist richtig. Aber ich habe eine viel hochwertigere Figur als die, die bei diesen Editionen dabei sind. Weil die Figuren, die bei den Editionen dabei sind, das ist so eine Massenproduktion. Gut, das stimmt hier auch, natürlich. Aber anders, sag ich mal. Weil die haben A, mehr gekostet, und B, wie gesagt, sind die viel höher verarbeitet. Es sind auch ganz andere Figuren, wie bei einer normalen Version dabei ist. Das ist ja so ein, wie heißt denn das Scheiß denn, keine Ahnung. Jedenfalls sind das zwei Figuren und er gibt zusammen eine. Dann wurde ja Watch Dogs 2 angekündigt, die Produktion hat jedenfalls begonnen. Bin ich auch mal gespannt, wenn da wieder so eine Figur kommt, dann hole ich sie mir. Aber ob ich mir wieder diesen Mega Edition hole, damals von Watch Dogs, diese Dead Sick Edition, die auch richtig krass teuer war, ich glaube 130 Euro oder so. Ich glaube, das mache ich auch nicht mehr nochmal. Definitiv nicht, das hat sich irgendwie nicht gelohnt. Die Figur war geil, aber der Rest, ne? Das ist halt so, man bezahlt diese 100, 120, 150 Euro, je nachdem, und hat dann halt eine Figur drin, das ist schön und gut, aber dann der Rest, das interessiert einen irgendwie dann doch nicht, ne? Hast du dann ein Artbook und irgendwelche Anhänger oder was weiß ich für einen Scheiß, ja? Irgendwelche Postkarten, schieß mich tot. Man braucht sowieso nicht, es ist was Schönes dabei ist, aber das guckt man sich einmal an und dann fliegt das Ding in die Ecke. Auf doof, auf blöd Deutsch gesagt, das ist einfach Tatsache. Ja. Na gut. Dann war es das aber jetzt wirklich. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns. Dann weiß ich. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass, wie gesagt, einen Daumen da. Und abonniere doch eventuell diesen Kanal, wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, wie Game News, Reviews und eventuell mal einen Podcast. Aber nur eventuell. Gut. Ich bin raus.
Und? Sie haben Post. Sie haben Post? Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke fürs Zuschauen. Ich bin raus.